Ja, hallo, hier ist mal wieder alles wild bei Markus. So, heute habe ich mal ein klein bisschen was anderes mit euch vor, oder für euch vor. Wir haben ja nun, ja, ziemlich Weihnachten, heute ist der 23. Juri leckt gerade seinen Napf aus. Naja, also wie ihr seht, ich bin bei mir in der Küche und zur Feier des Tages, nee, Quatsch, als kleines Dankeschön für die 100 Abonnenten, die ich jetzt mittlerweile habe. Wollte ich heute mal einen Festtagsbraten machen. Und ja, passend dazu frische Pilze aus dem Revier. Ich habe da ein paar Judasohren und ein paar Samtfußröhrlinge gefunden. Und da will ich dann heute zum Hirschbraten, das ist nämlich ein Stück hier aus der Hirschkeule, aus der Dammhirschkeule, will ich dann frische Pilze machen. Ja, dann wollte ich euch mal ein bisschen zeigen, was ich da so, wo wie ich das mache. Dem einen oder anderen interessiert es vielleicht, und was ich da ran mache. Ist jetzt ein spektakuläres, ist eigentlich ein ziemlicher Klassiker, aber. Naja, so zur Feier des Tages auf Deutsch gesagt, wollte ich es mal machen. Und zeige ich euch mal, was ich hier alles habe. Da seht ihr so ein bisschen Suppengemüse, das wird noch klein geschnippelt. Da habe ich jetzt hier noch so ein zwei frischen Rosmarin, ein paar Lorbeerblätter, da in der Ecke das dunkle. Naja, sind ein paar Nelken, also davon nehme ich gar nicht so viele. Wird mir sonst nachher zu doll. Nelken sind doch ziemlich penetrant. Da habe ich noch ein paar Pimentkörner. Wacholderbeeren würden auch wunderbar passen. Ja, Pfeffer und da drin habe ich Salz. Also relativ puristisch. Angießen werde ich das Ganze dann nicht nur mit Wein oder nicht nur mit Brühe. Ich mische das Ganze. Also ich mache halb und halb. Weil eins alleine ist mir dann immer ein bisschen zu doll. Ich meine, nur Brühe geht auch, aber nur Wein ist mir persönlich gar nichts. Ja, und wie ihr seht, das Fleisch ist auch nicht eingelegt. Also ich mariniere vorher gar kein Fleisch. Also mein kommt so wie es ist in eine Pfanne rein und dann ist es gut. Also da ist kein Wildgeschmack, den ich irgendwo vernichten möchte, was man mit einer Marinade oder mit einer Beize machen würde. Mein Buttermilch würde ja noch gehen, aber das Fleisch ist ja in der Regel durch das Abhängen zart und ich muss da nicht irgendwie diesen Reifegeschmack loswerden. Also das hat man früher mal gemacht. Damit man dann hinterher das nicht mehr rausgeschmeckt hat, dass das eigentlich schon Gammelfleisch war. Weil diese Hautgu oder Ugu, wie sich das schimpft. Naja, das ist eigentlich schon so ein Reifegrad zur Fäulnis. Und um das dann wieder ein bisschen zu übertünchen, hat man sich dann halt beigemacht, hat dann eine Beize mit Essig oder mit Wein gemacht. Hat er dann da drinnen so lange eingelegt, bis dieser Geschmack faktisch weg war und das Fleisch durch die Säure auch wieder genießbar wurde. War zwar zart, aber auch eigentlich schon. Naja, gut, so viel dazu. Also ich mach's nicht. Wer es mag, soll es machen. Ich brauch's nicht. Ja, die Pilze mache ich extra dazu. Nur mal so vorweg. Also es gibt ja so ein, zwei Leute in der Familie, die mögen keine Pilze. Naja, und die kriegen ja noch keine Pilze. Sonst hätte man die auch gerne damit reinschmeißen können oder hinterher eine Soße. Da werde ich auch noch eine draus ziehen. Was jetzt hier noch fehlt, ist ein bisschen Tomatenmark. Kommt noch ein Esslöffel voll ran, nachher dann, wenn es angebraten wird. Ja, aber erstmal werde ich das Suppengemüse klein schneiden, meine Pilze hier mal kurz beiseite nehmen. Und dann, ja, zeige ich euch, wie es weitergeht. Ja, ich habe jetzt hier erstmal noch ein bisschen Fett in den Bräter gemacht. Der Ofen läuft ja auch schon, wie ihr eventuell gehört habt. Den habe ich jetzt auf 150 Grad Umluft eingestellt. Ich hoffe, mein Fett ist hier gleich heiß. Mal testen. Naja, kleinen Moment noch. Ja, ich habe da einen Spritzer Wasser reingemacht. Weiß ich, soll man nicht machen. Aber, ja, mein Gott. So viel passiert da jetzt auch nicht. Ich meine, das verbrennt ja nicht. Kann man machen, muss man nicht. Ihr könnt auch einen Holzlöffel nehmen. Wenn da ein bisschen dran aufsteigen, dann ist das Fett halt auch heiß genug. Weiß man ja auch Bescheid. Ja, Gemüse habe ich jetzt einfach nur so grob gewürfelt. Also, hier keine Julienne geschnitten oder sonst dergleichen. Irgend so einen groben Firlefanz einfach nur fix runtergeschnitten. Viel mehr sollte nicht. Ja, zu den Pilzen sei noch mal gesagt, jeder sammelt Pilze für sich. Wenn ihr keine Ahnung habt, lasst lieber die Finger davon. Also ich will da keine Haftung für übernehmen. So ein paar Pilze kenne ich. Die sammle ich auch. Die lagere ich mir auch ein, alles gar keine Frage. Aber wenn ihr das nicht wisst, was ihr da macht, dann lasst lieber die Finger davon. Weil sowas kann dann auch mal ganz schnell in die Hose gehen und dann könnt ihr mich nicht mehr beobachten, wie ich hier Wurst mache oder mal am Braten. So, ich denke mal, mein Fett sollte heiß sein. Also gewürzt ist das Fleisch auch nicht. Das ist so pur, wie es kommt, kommt es in die Pfanne.
Da könnte man jetzt einen Tag vorher salzen. Pfeffer würde ich dann nie vorher ran machen, weil der würde jetzt beim Anbraten verbrennen und da habt ihr gar nichts mit gekonnt. Also der kommt eh später ran. Und bratet jetzt erstmal von beiden Seiten, von allen Seiten erstmal ordentlich an. Nehme das dann raus, brate das Gemüse dann scharf an und derzeit kommt dann Salz und Pfeffer ran und das reicht dann vollkommen aus. Also gar nicht so viel Brimborium machen. Ja, so sieht für mich ein angebratenes Stück Fleisch aus. Also wenn man von anbraten spricht, dann sollte das schon so aussehen, weil das ist das, was hinterher auch Geschmack gibt. Jetzt habe ich das Gemüse da schon mal reingeschmissen. Das braucht länger wahrscheinlich, wenn Farbe kriegen soll, als das Fleisch, weil das hier war in 2 Minuten komplett rumherum angebraten. Da kommt jetzt nun halt, wie gesagt, Salz und Pfeffer ran. Ja, und dann kommt das nachher für ca. 1,5 Stunden Ofen, weil viel länger braucht dieses kleine Stück nicht. Das hat hier maximal 1,5 Kilo gehabt und ich will das ja noch saftig haben. Das könnte nämlich, weil es ja aus der Keule ist, auch relativ schnell trocken werden. Ist ja ein sehr geringer Fettanteil. Und ja, also ich will das ja noch relativ rosa haben, eventuell, also zumindest gerade so, dass es so durch ist. Dann schmeckt es mir noch am besten. Ja, werde ich mal da noch ein bisschen die Gemüse rumrühren. Ja, wie ihr seht, die ersten Stücke kriegen schon Farbe und das muss auch so, weil das gibt hinterher an der Soße erstmal den Geschmack. Das ist ja quasi unser Soßenansatz. Naja, ich werde hier jetzt erstmal weitermachen. Und dann zeige ich euch nachher, wie der Zwischenstand ist. Ja, das Gemüse hat jetzt schön Farbe genommen. Das sieht so aus, wie es aussehen soll. Jetzt trägt das einmal aus. Tomatenmark hat auch ein bisschen angebräunt, das ist ganz gut so. Packe ich auf das Gemüsebett. Wie ihr seht, habe ich da auch schon jetzt die Kräuter reingemacht. Das sind ja Hartziegelkräuter oder Hartholzkräuter, die können Hitze ab, die kann man schon mit reinschmeißen. Dann können sie schon mal rum entwickeln. Jedenfalls kommt jetzt das Fleisch auf das Gemüsebett drauf. Und dann gieße ich das an mit Wein und mit Brühe, wie gesagt. Kleiner Tipp, ob das ein Tipp ist, weiß ich nicht, aber was man machen kann, mit Glühwein. Glühwein ist gar nicht mal so eine doofe Idee, weil da hat man ja auch noch einen Haufen Gewürze mit drin und das passt im Bild natürlich hervorragend. Und wer den mag, der kippt ihn halt rein. Ich mach das jetzt, schieb das jetzt in den Ofen rein und dann ja, zeige ich euch mal das Ergebnis. So, meine Pilze habe ich jetzt in eine Pfanne reingehauen. Da habe ich jetzt einfach nur ein bisschen Öl heiß gemacht, richtig heiß. Naja, die Pilze waren nass, das sieht man ja auch, da kommt jetzt erstmal ein Haufen Wasser raus. Ich habe mir jetzt aber dazu entschieden, nur die Samtfußröhrlinge da rein, Hütlinge reinzumachen und nicht die Judasohren mit dazu, da wäre ein bisschen viel geworden. Die kann man ja dann trocknen, ist ja kein Thema. Ja, den Braten habe ich jetzt erstmal rausgeholt. Da werde ich ja jetzt dann nur noch eine Soße draus ziehen. Bei den Pilzen, da kommt jetzt auch nachher nur noch eine Zwiebel mit rein. Bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Thymian und das war's. Was sie auch ganz gut macht, ist ein bisschen Knoblauch, aber also hier eventuell ein bisschen viel des Guten. Kann man aber machen. Also schmeckt auch bei Pilzen ganz gut, wenn man da ein bisschen Knoblauch reinmacht. Funktioniert sehr gut. So. Jetzt werde ich euch mal hier ein bisschen was zeigen. Also das da unten drin wird dann mal die Soße. Jetzt nehme ich das Fleisch erstmal raus. Das auf jeden Fall durch. So, und jetzt habe ich ja hier diesen wunderschönen Sud drin. Und gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten, den anzudecken. Ich werde mir einfach beimachen. Ja, die Pilze kleben ein bisschen an. Aber das ist nicht schlimm, wenn die ein bisschen kleiner werden. Nee, ich werde mir einfach beimachen und werde dann das Gemüse einfach pürieren. Das deckt dann automatisch an. Mehlschwitze würde auch funktionieren.
Könntest du auch mit Butter abbinden, mit kalter Butter. Aber ich sag mal, die schnellste Variante ist hier einfach mal kurz den Pürierstab dann reinzuhalten. Alles Gemüse werde ich nicht brauchen. Das gibt nur noch extra Geschmack. Oh. So, ich habe jetzt mein Gemüse zum Großteil erstmal vorher rausgenommen. Das dann püriert. Und siehe da, wir haben hier eine Soße. Das ist eine schöne glatte Soße. Dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen dick. Macht da noch einen Tropfen Wein rein oder Brühe, wie auch immer. Also da hinten seht ihr den Rest von der ganzen Gemüsesoße hier. Was ich jetzt immer noch ganz gerne mache, so ein bisschen Konfitüre da reinmachen. Ich habe jetzt von Brombeeren mit Portwein was gemacht. Rundet den ganzen Geschmack so ein bisschen ab, gibt ein bisschen Säure und eine fruchtige Note. Das passt sehr gut zum Wild. Und naja, von der Farbe her jetzt mal abgesehen. Also wer das noch feiner mag, der sollte das dann eventuell noch durch ein Sieb geben. Wenn jetzt hier nur ein, zwei Stückchen drin sind, soll mich das nicht stören. Ja, Vorführeffekt. So, abgeschmeckt hatte ich schon. Das hat soweit gepasst. Jetzt werden wir noch den Braten aufschneiden und dann servieren. So, der Braten hat ja nun in der Zwischenzeit ein bisschen die Zeit nutzen können, um sich ein bisschen zu entspannen. Werde ich hier mal ganz professionell, unprofessionell eine Scheibe runterschneiden. Das ist schon ganz schön fest. Aber ihr seht, er ist saftig. Zwar nicht mehr rosa, so wie ich das wollte, aber er ist saftig. Und das ist ja erstmal schon mal beim Wildbraten A und O. Jetzt werde ich hier mal nur ein, zwei Scheiben runterschneiden. Das Schöne an so einem Braten ist ja, wenn man den jetzt nicht aufisst, das hat ja kein Problem. Kann man ja auch kalt als Aufschnitt essen, nur für Stulle. Auch eine Scheibe Brot, geht ja wunderbar. So, wir werden mal fix einen Teller fertig machen und dann zeige ich euch mal, wie so ein Sonntagsbraten von mir mal so hergerichtet wird. Ja, und so sieht denn der fertige Teller aus. Nicht ganz spektakulär, aber auf jeden Fall lecker. Ein frischer Hirschbraten aus der Keule mit frischen Pilzen aus dem Wald. Eine ganz einfache Soße, aber auf Garantie ganz lecker. So, und damit wünsche ich euch dann ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß beim Ausprobieren, weitermachen, nachmachen. Und bis dann, wenn es dann heißt, alles wild bei Markus.